schon, wieso? Hä? Was macht ihr denn hier? Ach stimmt ja, ich fange jetzt mit YouTube an. Ja, Bobi. Was erzählen wir den Leuten denn jetzt überhaupt? Meine ganze Hose ist voll mit Schokolade. Bobi, ist das so cringe? Wir starten das doch mal jetzt hier. So, bei mir gibt es jetzt auch einfach mal den Outfit-Check in der Küche. Ganz klar, was sonst. Wir haben hier so eine Jogger-Shorts. Mit Taschen, finde ich super. Toll, jetzt für den Sommer. Ich finde, es war an der Zeit, dass wir Shorts zum Chillen brauchen. Die Pulli ist ultra cozy. Die ist auch total leicht geschnibbelt. Ich hatte mir auch überlegt, dass ich für Insta noch so ein Video drehe, wo meine Oma die Outfits bewertet, beziehungsweise die neue Kollektion bewertet. Vielleicht kann ich die Frau ja noch dazu überzeugen. Die steckt gerade in den Vorbereitungen, weil sie morgen Geburtstag hat und eine fette Party schmeißt. Deswegen mal gucken, ob ich der Frau ein bisschen Zeit entwenden kann. So, Leute. Es gibt aber noch ein anderes Piece und auf das bin ich richtig gespannt. Beziehungsweise ich hatte es schon an, als es gesampelt wurde. Und zwar haben wir jetzt Tennisröcke bei OAS. Mhm. Oh ja, das finde ich ja völlig toll. Wie süß sieht das aus. Oh, jetzt so eine BWL, Paula. Toll, herrlich. Hallo. Was sagen Sie zum Outfit? Ist das oben auch OAS? Ja. Ey, das ist ja lit. Hat das ein Backprint? Nee, gell? Nee. Das ist nice. Guck mal, wir haben Tennisröcke. Bad. Habt ihr auch Tennishosen? Gibt's auch einen Link für mich? Nein. Müssen Sie selber zu der Oase kommen. Wisst ihr, was auch absolut wichtig für mein Wohlbefinden ist? Proteinkaffee. Ich mag nicht mal Kaffee, aber unsere Proteinkaffees schmecken sowieso nicht danach. Deswegen passt das schon. Schmeckt einfach wie so ein geiler Oreo-Shake, wirklich. Das Witzige ist, es ist ja einfach nur ein Proteinshake mit einem geilen Geschmack und noch Koffein drin. Aber irgendwie, ist nicht, Proteinkaffee hört sich direkt wild an. Das ist so richtig fancy, das gibt mir so Clean Girl Aesthetic Vibes. Ich habe mein Leben unter Kontrolle, weil ich trinke einen Proteinkaffee. Heutzutage benutzen wir auch keine Shaker mehr, sondern wir haben so fancy Umrührgeräte. Das Ding von meiner Mutter hat nur leider absolut keine Power. Also ist ja wirklich ein Witz. Da schlafe ich ja gleich ein. Hör mal, rühren Sie doch bitte. Mmh. Es ist so geil, dass da noch so Keksstückchen drin sind. Als nächstes fügen wir noch ein bisschen Water hinzu. Herzchen-Eiswürfel, weil ne, der Proteinkaffee ist mit Liebe gemacht. 3 ist eine gute Zahl. Glas Strohhalm, sehr wichtig. Mmh. Das schmeckt so gut. So, es sind einige Stunden vergangen. Ich habe heute ein bisschen was gearbeitet, Video mit meiner Oma gedreht, Video für heute Abend geschnippelt. Und in einer Stunde fahren wir schon zum Aquakurs. Mir fällt auch gerade auf, ich habe gar kein Bikini hier. Also ich werde wahrscheinlich in Sportklamotten in dieses Schwimmbad hüpfen. Und Leute, wisst ihr, wie man sich am besten stärkt vor einem Aquakurs? Mit High-Protein-Eis. Und natürlich werden da dick und fette Schokotrops reingeklatscht. Ja, der Tödel ist gerade am Telefonieren mit der Mutter. Ich genieße es alt und dann ja, muss ich mal schauen, in was für Sportklamotten oder Schwimmklamotten ich mich für den Aquakurs schmeiße. Meine Oma wird wahrscheinlich richtig fesch aussehen in irgendeinem fancy Badeanzug. Schauen wir mal. Oh, mir ist der Löffel runtergefallen. Also, ich sag's mal so, ja, ich war noch nie eine Frisuren-Lady, eine Frisurenmaus. Aber wer mir hier heute auf den Kopf gekackt hat, das weiß ich auch nicht. So, dann sammle ich jetzt die Omi unten im Erdgeschoss ein und dann fahren wir zum Aquajogging. Das letzte Mal hatten wir Aquafitness mit Tools gemacht. Das war ganz lustig. Da hatten wir so komische Würste, die aussahen wie Dildos. Das waren die Worte von meiner Oma. So, Oma, bist du bereit? Können wir. Hier, wir fahren jetzt. Ja, dann gehen wir jetzt los. Ja. Jetzt hauen wir uns in die Flut. Zack, zack. Hast du einen Autoschlüssel? Ja. Gut. Aber ich muss fahren, gell? Ach, war besser. Ja. Ich habe schon Gläschen Sekt. Meine Oma hat morgen Geburtstag und die feiert dann auch schon tagelang vorher und danach auch noch. Ja, die Gefühle wallen auf. Herrlich. Fahre ich jetzt. Okay, du kleine Maus. Ich gebe Gas. Hier, Oma, wir müssen jetzt hier rein. Ja, hier ist der Schwimmkurs. Im Panoramabad? Ja, im Panoramabad. Oh, stehen schon mit roten Herzchen und Fahnen. Ja, weil du heute kommst. Ich fühle mich hier ganz unwohl, irgendwie zu filmen, weil hier sind bestimmt super viele Leute, die auch nackig rumlaufen, die nicht gefilmt werden wollen. Ich mach mal hier vielleicht wieder die Kamera aus. Ratet mal, was eben passiert ist. Meine Oma ist mit Hörgerät schön ins Wasser. Ja, keine Ahnung, die hat
kaputt ist. Hast du uns Schwimmgürtel geholt? Schön, schön. Ja, gleich geht's ins Wasser. Es ist so unangenehm hier zu filmen, also ich krieg hier nur Side-Eye. Also, der Trainer ist sowas von lahmarschig. La la la. Wenn ich so die Kamera mit im Wasser habe, fühle ich mich wie wenn man früher so eine Unterwasserkamera mit ins Wasser mitgenommen hat. Ja, schön, meine Oma und ich, wir albern hier ein bisschen noch mit der Nudel rum. Den Kurs machen wir tatsächlich nicht so richtig mit, weil der Trainer ist ein bisschen schmarschig. Die Oma, gibt's hier auch einen Whirlpool? So, meine Oma und ich waren jetzt eben noch im Whirlpool, haben uns ein bisschen gegönnt nach dem anstrengenden Aquakurs. Schade, der erste Kurs war ein bisschen lustiger, weil die Trainerin einfach ein bisschen über Power hatte und Gas gegeben hat, aber ja, das hat jetzt trotzdem Spaß gemacht. Wir hatten einen schönen Abend zusammen im Schwimmi. Jetzt geht's heim, jetzt will ich was schnabulieren. Good morning in the morning. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Heute hat meine Omi Geburtstag. Schaut mal, ich bin heute absolut im Tennis-Outfit. Und zwar haben wir gestern alle noch, also meine Mama, mein Bruder und ich, die Lampe gemeinsam aufgebaut, die sie sich gewünscht hat. Tada! Da steht sie. Also, wir mussten gestern alle so lachen, weil... Ja. Ne? Es ist so eine richtige Omi-Lampe, aber das Lustige ist, diese Lampe sieht aus wie meine Oma. Also meine Oma hat auch manchmal so einen roten Hut auf und so ein gestreiftes Oberteil. Ich werde auch gleich die Reaktion von meiner Oma mitfilmen, wenn wir sie mit der Lampe überraschen. Ich weiß nicht, ob sie was ahnt. Würde ich sagen, holen wir sie gleich mal hoch. So, heute ist der letzte Tag in Frankfurt, Team. Heute Abend geht es wieder zurück nach Hölle. Köln Love, ne? Genau, weil morgen ist ein OAS-Shooting-Tag und ich muss ins OAS-Office. Ich habe da ein Meeting. Kann ich noch nicht verraten, ist noch geheim, aber wird wild. Ja, mal schauen. Aber meine Oma, die hat auch gestern an ihrem Geburtstag, an ihrer Party, wahrscheinlich ein bisschen über den Durst getrunken. Deswegen weiß ich nicht, wie motiviert diese Frau ist, jetzt noch irgendwas zu filmen. Wo habe ich mein Telefon hingelegt? Das kann nicht sein. Ich verliere das so oft. Wisst ihr, wo ich mein Handy immer liegen lasse? In meinem Schrank. Ich weiß auch nicht warum, weil bis zum Schrank nehme ich es dann mit, tibbelibbelib und dann, keine Ahnung, brauche ich Hände frei zum Umziehen und dann lege ich es in irgendeine Schublade rein. Dann finde ich es meistens neben den Schlüppis. Auch eine feine Sache. So, gehen wir jetzt mal runter, fragen die gute Frau, ob sie wieder vitalisiert ist und bereit ist, irgendwas zu filmen. Ach, hallo Opa. Hallo Süße. Wo ist denn die Oma? Hinter mir. Hinter dir. Hallo Oma. Nabel, geht's dir gut? Geht's sehr gut. Bist du... Ich bin auf, aber ich bin nur lahmarschig. Ah ja. Bist du verkatert? Verkatert? Nö, eigentlich nicht. Der Kater ist schon weg. Ist abgehauen, den habe ich aus dem Bett gejagt heute. Oma, du siehst heute genauso aus wie deine Lampe da in dem roten Outfit. So, meine Oma und ich, wir gehen jetzt noch zum Line Dance. Keine Ahnung, was uns da erwartet, aber ich dachte Dance. Machen wir doch mal direkt den neuen Oase-Rock ein mit neuem Oase-Pulli. Bist du bereit zum Tanzen? Ja, schick. Let's go. Behältst du die Schuhe an? Ja. Man durfte nie mit den Straßenschuhen in die Hallen. Ich darf alles. Gut, Line Dance, ne? Keine Ahnung. Das heißt, wir sind alle in einer Linie und dancen, nehme ich mal an, ne?
So, Oma, wir sind schon wieder hier. Auf ein neues. Okay, Leute, seid ihr schon los? Ich habe mich und meine Oma schon verkabelt fürs Instagram-Reel. Meine Oma ist schon fleißig dabei. Ich stelle jetzt mal die Kamera auf die andere Kamera. Stimmt schon. Alle, dass wir gehen. Komm. Okay, Oma, so, Kurs ist geschafft. Wie war's? Hat dir Spaß gemacht, ja? Spaß hat's gemacht. Man muss sich nur mehr konzentrieren und das ist nicht so mein Ding. Nee, meins auch nicht. Aber ich muss die ganze Zeit auch einfach nur lachen irgendwann. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja auch schön. So. Fahren wir wieder heim, ne? Ich fahre. Ja, hier auf dem Kanal werden jetzt auf jeden Fall regelmäßiger Videos kommen. Einmal die Woche versuche ich hier was hochzuladen und euch ein bisschen mitzunehmen. Es wird jetzt eine bunte Mischung aus. Ich mache eine bestimmte Challenge. Ich habe mir schon ein paar Sachen überlegt, die ich neu ausprobieren will. Also nicht nur Kurse ausprobieren, sondern vielleicht auch andere Sportarten oder komplett andere Sachen. Ja, ansonsten, das Jahr wird auch noch spannend. Also es kommen noch viele coole Sachen auf mich, auf uns zu und da werde ich euch dann einfach immer mal mitnehmen. Es steht auch demnächst eine große Reise an. Da habe ich auch Lust, sehr, sehr viel mitzufilmen. Deswegen schön, dass ihr am Start seid. Ich weiß nicht genau, wie es hier läuft, aber abonniert sehr gerne diesen Kanal. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst, wie es euch gefallen hat und dem Video einer Daumen nach oben geht. Hör mal. Ja, fühlt euch alle dick geknutscht und bis nächste Woche. Sagt tschüss. Tschüss.